Das Dröhnen der Motoren, der Ritt über die Sandbahn, die Maschine im Drift in der Kurve. 80 PS von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden, keine Bremsen. Speedway ist Martin Smolinskis Welt. Er vertritt Deutschland in der Europameisterschaftsserie. Nicht zum ersten Mal und dennoch ist es für Martin Smolinski eine freudige Nachricht. Auf jeden Fall, bis es wirklich ganz, ganz offiziell war, war es für mich wunderbar, wirklich, dass es wirklich Nägel mit Köpfe gemacht worden ist. Es gab im Vorfeld doch schon sehr viel Kommunikationen mit dem Vermarkter, mit OneSport Media. Und ich glaube, wenn man es aber doch dann wirklich schwarz auf weiß sieht, dann macht es schon richtig, richtig Spaß, dabei zu sein. Der 30 Jahre alte Olchinger hat in seiner 10-jährigen Profikarriere viel erreicht. Zweimal Langbahn-Teamweltmeister, Grasbahn-Europameister, Grand Prix-Gewinner, 13 deutsche Meistertitel, Champion in England, Italien und Schweden. Ich fahre viele Meisterschaften mit, fahre viel deutsche Bundesliga, aber doch die Europameisterschaft ist dieses Jahr für mich persönlich die größte Meisterschaft, wo ich persönlich daran teilnehmen werde. Es geht, starten die 16 besten Fahrer von Europa für die Europameisterschaft und ich konnte im letzten Jahr auch daran teilnehmen, war aber nicht ganz so gut unterwegs und konnte eine Veranstaltung leider nicht ganz mitfahren, weil ich musste leider zu einem WM-Lauf. Martin ist Bayer, durch und durch. Daher ist es etwas ganz Besonderes, dass einer der 4 Stops der Europameisterschaft in Landshut ausgefahren wird. Martins zweites Zuhause. Macht mir riesig, riesig Freude, am 27. Juli in Landshut an Startbahn zu rollen. Ich meine, es ist meine Heimbahn. Ich fahre für Landshut seit 5 Jahren in der Bundesliga. Ich kenne die Bahn wie meine Westentasche. Ich weiß genau, wo ich überholen kann. Ich bin ja nicht so der allerbeste Starter. Meistens komme ich ja von hinten. Aber wenn ich komme, dann komme ich richtig, richtig schnell. Und ich möchte in Landshut auf jeden Fall auf dem Podium oben stehen. 2014 war Martin der erste Deutsche, der im Grand Prix starten durfte. Prompt gewann er das Auftaktrennen in Neuseeland und hat so dem Speedway-Sport wieder zu mehr medialer Aufmerksamkeit in Deutschland verholfen. Der deutsche Bahnsport ist sehr, sehr stark auf den aufsteigenden Ast. Wenn man die Zuschauerzahlen die letzten Wochen oder auch die letzten vergangen, das letzte Jahr anschaut, auch die Präsenz im deutschen Fernsehen, die Art und Weise, wie die Fans reagieren. Ich persönlich merke es am meisten an meinem Merchandise-Verkauf. Es geht ganz, ganz viel über den Ladentisch. Also die Leute wollen mich sehen und wollen auch wirklich Klamotten von mir tragen mit der 84 drauf. Und ich glaube auch in Zusammenarbeit auch mit ganz coolen regionalen Fernsehsendern wie München TV können wir ganz, ganz viel erreichen. Seinen ersten Vertrag als Profi unterschrieb Martin 2005. Reich ist er mit seinem Sport nicht geworden. Na, Millionär glaube ich nicht. Man muss sehr viel Geld investieren, um da vorne mitzufahren. Aber ich glaube, ich bin im Moment auf einem ganz guten Zweig. Es macht mir riesig Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und es macht sich langsam bezahlbar. Martin Smolinskis Ziel für die Europameisterschaft ist ein Platz unter den Top 8 und damit die erneute Qualifikation für die EM-Rennen und wenn möglich ein Startplatz für die Grand Prix-Serie.